Vor 130 Jahren wurde die Östermalmshalle, die Markthalle im Stockholmer Stadtteil Östermalm, fertiggestellt und am 30. November 1888 in Gegenwart von König Oskar II. Eingeweiht. Das Gebäude gilt als eines der schönsten Ziegelgebäude Schwedens aus dem späten 19. Jahrhundert. Entworfen wurde es von den Architekten Isaac Gustav Claesson und Caspar Salin. Jetzt wird es renoviert und modernisiert. Eine Aufgabe mit Herausforderungen. Die kathedralenartige Markthalle ist ein Baudenkmal und alle Teilabschnitte des Projekts müssen sehr vorsichtig durchgeführt werden, damit die empfindliche Konstruktion nicht beeinträchtigt oder beschädigt wird. Durch den hohen Zeitdruck, unter dem das Projekt steht, müssen die Renovierungsarbeiten an mehreren Stellen gleichzeitig vonstatten gehen. Das Planungsbüro COWI leitet dieses Projekt im Auftrag der Stadt Stockholm. Das Planungsbüro hat uns damit beauftragt, ein 918 Quadratmeter großes Deckengerüst zu bauen. Gleichzeitig sollte die Hallenfläche frei bleiben. Zusammen mit den Konstrukteuren von Leier entwickelten wir eine Lösung, die nicht nur zeiteffizient, sondern auch sicher war. Als RSG sich mit diesem interessanten Projekt an uns wandte und uns die besonderen Herausforderungen mitteilte, dachte ich sofort an unseren Allround-Fachwerkträger. Ein System mit hoher Tragfähigkeit, das gleichzeitig flexibel und einfach aufzubauen ist. Der Allround-Fachwerkträger besteht aus Einzelbauteilen mit geringem Eigengewicht. Gleichzeitig kann die Gesamtkonstruktion hohe Lasten aufnehmen. Dadurch konnten wir eine Fachwerkkonstruktion mit einer freien Spannweite von 21,2 Meter bauen. Diese konnte zudem auf eine völlig neue Art, nämlich ohne Kran oder anderem Hebezeug, montiert werden. Beim Allround-Fachwerkträger handelt es sich um ein modulares Fachwerk, das sich voll in die Systemmaße des Allround-Systems von Leier integrieren lässt. Für diese Fachwerksstruktur sind nur drei Ergänzungsbauteile nötig: ein Pfosten, ein Gurt und ein längenverstellbarer Diagonalstab. Diese Teile können von Hand montiert werden. Gesichert werden sie mit Bolzen und Sicherungssteckern. Alle übrigen Teile, wie zum Beispiel Riegel, Böden und Geländer, sind Serienteile aus dem Allround-System. Dank der drei verschiedenen Pfostenhöhen und drei verschiedenen Gurtlängen kann der Allround-Fachwerkträger optimal an die objektspezifischen Anforderungen hinsichtlich der Geometrie, der Tragfähigkeit und der Spannweite angepasst werden. Die Bauteile des Fachwerkträgers passen perfekt in die Systemmaße des Leier Allround-Systems. Das bedeutet, dass die Lasten zentral und so günstig wie möglich abgetragen werden. In nur 5 Arbeitstagen bauten 4 Monteure von RSG den 918 Quadratmeter großen Allround-Fachwerkträger 11 Meter über dem Boden der Markthalle auf. Das gesamte 15 Meter hohe Gerüst, von dem aus das alte Dach von 1888 renoviert wird, wird von dem Allround-Fachwerkträger getragen, sodass der Boden für Arbeiten freigehalten ist. Ohne den Allround-Fachwerkträger von Leier hätten wir diese Aufgabe nicht meistern können. Nur so erreichen wir gleichzeitig die erforderliche Lastklasse und die nötige Spannweite. Außerdem ist das System flexibel und einfach im Handling. Das war der Schlüssel, um dieses Projekt zeiteffizient und sicher durchzuführen.